Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Axel Arena Villaneda. Ich bin der Chefarzt der Gefäßchirurgie hier aus der Asklepios Klinik Altona, aus der ich Sie sehr herzlich begrüße. Das Thema heute Abend ist sehr wichtig. Es geht um Gefäßverkalkung und ich möchte mit ein paar Fragen starten, die Ihnen vielleicht die Bedeutung der Gefäßverkalkung ein bisschen näher bringt. Wir können also loslegen, Herr Janssen. Und ich klicke einfach weiter. Und wir haben hier ja einen Chat und insofern frage ich Sie etwas. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Bevölkerung über 65 Jahren hat eine relevante Gefäßverkalkung der Beckenbeinschlagadern? Wir nennen das periphere arterielle Verschlusskrankheit. Schätzen Sie mal eine Zahl zwischen 0 und 100 Prozent. Sie können nichts falsch machen, raten Sie einfach. Gut, hier trudeln die ersten Zahlen ein. Tatsächlich ist es so, dass eine relevante Erkrankung der Beckenbeinarterien bei über 65-Jährigen in... Wie kann ich weitermachen? Einfach mit dem Pfeiltasten, ist klar. In 20% der Fälle auftritt. Das sind sehr, sehr viele. Und wenn man bedenkt, dass wir immer älter werden, werden es auch immer mehr Patienten mit diesem Krankheitsbild. Kommen wir zur nächsten Frage. Wenn Sie eine solche Erkrankung haben, egal wie alt Sie sind, wie viele Jahre weniger leben Sie? Was schätzen Sie? Da gibt es Zahlen zu. Hier wird zwischen 5 und 8 Jahre geschätzt. Tatsächlich ist es so, dass Sie 10 Jahre weniger leben, wenn Sie erstmal diese Erkrankung haben. Sie erfahren im Laufe des Vortrags, warum das so ist. Und das zeigt, wie wichtig dieses Krankheitsbild für den Gesamtorganismus ist. Nehmen wir jetzt ein anderes Krankheitsbild mit Gefäßverkalkung. Was glauben Sie, wie viel Prozent der Bevölkerung haben eine mehr als 50-prozentige Einengung der Halsschlagader? Also hier in diesem Gebiet. Auch wieder zwischen 0 und 100% schätzen. Hier werden wieder hohe Zahlen genannt, zwischen 10 und 75%. Tatsächlich ist es weniger. Es sind nur 4% der Bevölkerung, die hier eine relevante Einengung haben. Und einmal weiter gefragt, wenn Sie so eine Einengung haben, was glauben Sie, wie hoch ist das Schlaganfallrisiko innerhalb eines Jahres, wenn bei Ihnen so eine Einengung vorliegt? Hier werden Zahlen zwischen 20 und 25% genannt. Das war früher auch so. Inzwischen ist es so, mit Medikamenten und Ähnlichem beträgt das Risiko nur 1%. Und jetzt nochmal zur arteriellen Verschlusskrankheit. Was glauben Sie, wie viele der Patienten, wenn wir nicht behandeln, innerhalb eines Jahres ihr Bein verloren haben oder verstorben sind? Wieder zwischen 0 und 100. Hier schätzen jetzt die Zuschauer wenig, zwischen 2 und 10%. Und diese Zahl ist nämlich erschreckend. Wenn wir diese Patienten nicht behandeln, sind alle innerhalb eines Jahres verstorben oder haben ihr Bein verloren. Das zeigt also, die kritische Beindurchblutung ist eine richtig ernstzunehmende Krankheit. Aber fangen wir mal an, wir sind hier nicht nur zum Raten da. Es geht heute um Gefäßverkalkung, um Gefäße im Allgemeinen. Sie wissen vielleicht aus meinem letzten Podcast, dass es Arterien und Venen gibt. Heute möchte ich mich mit den Arterien beschäftigen. Arterien transportieren das Blut vom Herzen weg. So ist das definiert. Und Sie sehen hier diesen schönen Gefäßbaum. Und das sind die Arterien für die obere Körperhälfte und die Arterien für die untere Körperhälfte. Und diese Gefäßverkalkung kann prinzipiell alle Arterien betreffen. Sie sehen das hier nochmal etwas im Detail, wie die Gefäße aufgebaut sind, damit man diese Erkrankung besser versteht. Das wird ein bisschen theoretisch, damit Sie sehen, wie Forscher so denken, was dahinter steckt, und danach wird es eher praktischer. Sie sehen hier mal so eine Arterie dargestellt, typischerweise hier in diesen Abbildungen immer in Rot. Und hier sehen Sie, was in einer Arterie so fließt. Das sind rote Blutkörperchen, das sind weiße Blutkörperchen, Plättchen und Ähnliches.
Und das ist eine Arterie so im Querschnitt. Die besteht aus drei Schichten. Das ist sehr wichtig, weil die Schichten unterschiedliche Funktionen haben und diese Gefäßverkalkung auch nur bestimmte Schichten betrifft. Wir haben hier die innere Schicht, das ist die sogenannte Intima. Die ist von innen mit so Endothel ausgekleidet. Das ist super glatt, da kann das Blut gut durchfließen. Wir haben dann hier die mittlere Schicht, die nennt sich Media. Da sind vor allen Dingen Muskelzellen drin, sodass sich das Gefäß zum Beispiel zusammenziehen kann. Und dann haben wir außen die Adventitia, das ist Bindegewebe, das für andere Funktionen zuständig ist. Die Adventitia spielt keine so große Rolle bei der Gefäßverkalkung. Und jetzt möchte ich den Begriff, weil er immer wieder auftaucht, mal näher definieren. Gefäßverkalkung nennen die Mediziner, haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, Arteriosklerose. Und manchmal fällt auch der Begriff Atherosklerose. Tatsächlich ist ganz genau genommen die Atherosklerose der Überbegriff und die Atherosklerose ist die Erkrankung hier der inneren Schicht. Tatsächlich benutzen wir das praktisch identisch. Und jetzt kommt das Hauptproblem. Die Verkalkung selbst ist gar nicht das Problem. Wenn das Gefäß hart ist, ist zwar nicht so toll, der Puls ist vielleicht anders. Entscheidend ist aber, dass es durch die Arteriosklerose zu einer Einengung kommt in der inneren Schicht. Es bildet sich eine sogenannte Plaque aus. Diese Plaque engt das Gefäß ein. Und diese Plaque ist nicht immer regelmäßig. Und an der Oberfläche können sich Blutpfropfen bilden, Blutgerinnsel, und die können das Gefäß verschließen. Und das macht das Ganze so gefährlich. Und tatsächlich, auch nochmal, um die Bedeutung des Krankheitsbildes darzustellen, in westlichen Ländern und auch Japan ist die Atherosklerose die Haupttodesursache. Durch Gefäßeinengungen und deren Folgen sterben bei uns die meisten Menschen. Hier, das sind Zahlen von 2020, die können Sie sich im Internet auch gerne anschauen. Das ist vom Bundesamt für Statistik. Sie sehen hier, im Jahr 2020 sind an Herz-Kreislauf-Erkrankungen 340.000 Patienten verstorben, viel mehr als an Krebs verstorben sind. Ist also praktisch diese Erkrankung ist ein Killer, Haupttodesursache bei uns. Und ich möchte ein bisschen in die Vergangenheit gehen. Vielleicht interessiert es Sie ja auch. Ich finde das immer sehr spannend. Woher kommt denn der Begriff? Der Begriff ist eigentlich schon super alt für die moderne Medizin. Der wurde nämlich durch einen Herrn Lobstein bereits 1829 geprägt. Das ist also ein sehr, sehr alter Begriff. Schon damals hat man halt Verstorbene untersucht und festgestellt, dass die Arterien richtig hart sind. Dann hat man festgestellt, dass es zu Einlagerungen, Lipid sind Fette, vor allem in der inneren Schicht kommt. Und dann haben andere halt den Begriff der Atherosklerose benannt. Und ich möchte Ihnen jetzt erzählen, was wir glauben, warum es zur Atherosklerose kommt. Und die gängigste, es ist immer noch nur eine Theorie, man glaubt, dass es so ist, richtige Beweise haben wir nicht, ist die sogenannte Response-to-Injury-Theorie von Russell. Response to Injury bedeutet Reaktion auf eine Verletzung. Das bedeutet, es kommt tatsächlich zu einer Malträtierung der inneren Gefäßwand des Endothels und das kann ganz unterschiedliche Ursachen haben. Das kann zum Beispiel Bluthochdruck sein, das können mechanische Verletzungen sein, das kann der Blutfluss sein und das erklärt, warum diese Erkrankung an manchen Stellen häufiger auftritt als an anderen. Das zeige ich Ihnen jetzt mal. Wenn Sie hier so eine Gefäßaufgabelung haben wie am Hals, tritt die Gefäßeinengung immer an bestimmten Stellen auf. Das liegt daran, dass dort das Blut nicht mehr ganz gerade fließt, sondern abbiegt und es tritt eine sogenannte Schubspannung auf. Das haben Sie nicht nur an Gabeln, sondern beispielsweise auch, wenn Sie so S-förmige Verläufe haben, haben Sie an bestimmten Stellen mehr Plaque als an anderen. Das finde ich eigentlich sehr spannend und ich zeige Ihnen das mal in Röntgenbildern. Das hier ist eine CT-Untersuchung. Das bedeutet, das ist so ein Schichtbild. Sie gehen so durch den Körper und wir gucken bei diesen Bildern von unten. Das bedeutet, was rechts ist, ist links. Und was Sie hier sehen, ist so ein Schichtbild durch die Leiste. Sie sehen hier den Oberschenkelknochen, hier den Beckenknochen. Und was Sie hier sehen, wo der Pfeil drauf zeigt, das ist das Gefäß. Das Gefäß ist hell. Das haben wir dargestellt mit einem sogenannten Kontrastmittel. Und was Sie sehen hier auf der Rückwand des Gefäßes, das Weiße, das ist Kalk. In diesen CT-Untersuchungen ist Kalk immer weiß. Und man kann diese CT-Untersuchungen auch ganz toll rekonstruieren. Das ist der gleiche Patient und jetzt sind die Schichten durch einen Computer rekonstruiert.
Und die Region, die Sie eben so gesehen haben, sehen Sie jetzt praktisch dreidimensional. Sie sehen hier wieder das Becken, den Oberschenkelknochen. Und hier sehen Sie die Oberschenkelarterie und hier sehen Sie den Kalk an der Rückwand. Und das ist ganz typisch. In der Leiste ist der Kalk fast immer an der Rückwand. Hier nochmal gedreht das Ganze. Sie sehen hier, wie das Becken kommt. Und meines Erachtens die Erklärung, die Arterien laufen nicht gerade durchs Becken, sondern machen so ein S. Und deswegen haben wir ganz häufig hier an der Rückseite diese Verkalkung. Weitere Ursachen für Arteriosklerose sind zum Beispiel Bakterien. Man hat eine lange Zeit überlegt, dass das bestimmte Erreger sein können, Viren. Es gibt Immunreaktionen des Körpers darauf. Es gibt bestimmte Moleküle wie Radikale. Und hier spielt das Rauchen eine ganz große Rolle. Das heißt, Rauchen schadet der Innerseite von den Gefäßen. So, deswegen ist Rauchen so gefährlich. Und dann ist es auch so, dass bestimmte Fette, haben Sie vielleicht schon mal gehört, das sogenannte Low-Density-Lipoprotein, das schlechte, das LDL-Cholesterin, macht auch die Gefäßwände kaputt. Und dann passiert Folgendes. An den verletzten Stellen können Zellen in das Gefäß wandern. Die wandern also durch dieses Endothel in der Regel in diese Intima. Dann wandeln sich die Zellen um. Die fangen an zu wachsen, die vermehren sich und sie produzieren Substanz. Wir nennen das Matrix. Und durch diese Reaktion kommt es an dieser Ort und Stelle zu einer Einengung des Blutflusses. Der Theorieteil geht noch ein bisschen ins Detail. Dauert nicht so lange, aber ich finde ihn halt sehr spannend. Das ist ein anderer sehr berühmter Forscher, Peter Libby. Und hier ist das nochmal dargestellt. Sie haben hier die innerste Schicht mit dem Endothel. Durch die Verletzung kommt es dazu, dass bestimmte Zellen in diese innere Schicht reinkommen. Die bilden sich dann um, das sind die sogenannten Schaumzellen. Und dann kommt es dazu, dass diese Muskelzellen aus der mittleren Schicht in die innere Schicht hereinwachsen, hereinwandern und sich dort dann vermehren. Und warum Gefäßverkalkung? Tatsächlich ist es so, dass in diesen Plaque Calciumcarbonat eingelagert wird oder Calciumphosphat und das wird zu Kalk umgebaut. Das ist dann Hydroxylapatit und ich habe Ihnen sowas mal mitgebracht. Das habe ich heute operiert. Das war eine Halsschlagader. Da habe ich das rausgenommen. Und was Sie sehen ist, dieses Ding ist kalkhart. Ich drücke die Pinzette ganz fest zusammen und hier tut sich gar nichts. Und Sie hören, ich werfe es rein. Das ist Kalk. Das ist praktisch wie Stein. Sowas holen wir aus den Gefäßen heraus. Das ist das, was ein Gefäßchirurg macht. Und das sind diese Plaques, die so gefährlich für Sie sind. Und das ist einfach so, wo die Forschung heute hingeht. Sie sehen hier ganz viele verschiedene Begriffe, die auch für einen Chirurgen schon ziemlich kompliziert sind. Das machen dann Grundlagenforscher. Aber das steckt dahinter. Und es gibt unglaublich viele Wege, wie das funktioniert. Und tatsächlich ist es noch nicht komplett verstanden, wie das alles funktioniert. Wichtig ist aber, was dann passiert. Sie haben hier einen Plaque. Und dann bildet sich hier so, geht Gewebe unter, das nennen wir Fettkern. Und dann kann Folgendes passieren. Der Körper kann sich helfen. Wir nennen das fibröse Kappe. Das bedeutet, über diesen Plaque bildet sich eine feste Schicht. Damit ist zwar der Blutfluss etwas vermindert, aber dieser Plaque ist nicht gefährlich. Es kann aber passieren, dass das Ganze aufplatzt und dann das Gerinnungssystem ausgelöst wird. Und an Ort und Stelle kommt es dann zu einem Verschluss. Deswegen sind die Plaques auch sehr gefährlich. Das ist noch etwas anders dargestellt. Ich glaube, das überspringe ich mal. Ich will Sie nicht langweilen. Und jetzt einfach mal klinisch. Wer bekommt denn überhaupt eine Arteriosklerose? Tatsächlich ist das eine Alterserscheinung. Je älter Sie werden, desto höher ist Ihr Risiko, dass Sie eine Arteriosklerose kriegen. Aber Sie können dieses Risiko vervielfachen, vor allen Dingen, wenn Sie rauchen. Rauchen ist der Faktor schlechthin. Und ich würde mal schätzen, 95% aller Patienten, die ich behandle, die Arteriosklerose haben, rauchen. Erhöhte Blutfettwerte, das LDL, ist ein wahnsinnig wichtiger Risikofaktor, der immer mehr in den Fokus von Gefäßchirurgen rutscht. Das müssen wir mit berücksichtigen. Ein Bluthochdruck löst auch Arteriosklerose aus. Deswegen ist es sehr wichtig, dass der Blutdruck dauerhaft gut eingestellt ist, damit Ihr Risiko minimiert ist. Die Zuckerkrankheit ist auch ganz gemein, was die Arteriosklerose angeht. Die macht nicht nur Arteriosklerose in der inneren Schicht, sondern auch in der mittleren Schicht. Und dann gibt es noch so andere Faktoren, die etwas weniger wichtig sind, wie zum Beispiel tatsächlich kommt das familiär gehäuft vor,
Übergewicht, Bewegungsmangel spielt eine Rolle. Bestimmte Nierenerkrankungen machen Verkalkungen in den Gefäßen, vor allen Dingen, wenn sie auch an der Dialyse sind. Und es gibt noch weitere Stoffwechselerkrankungen, die etwas seltener sind, auf die ich jetzt nicht eingehen will. Rechts das Bild finde ich immer ganz spannend. Das ist meine alte Arbeitsstätte am UKE. Sie sehen hier das tolle Nichtraucherzeichen und das ist der Aschenbecher dahinter. Und Sie sehen reichlich Zigaretten. Es ist halt gar nicht so einfach, damit aufzuhören. Prinzipiell, das hatte ich Ihnen schon gesagt, können alle Regionen betroffen sein, aber am klinisch bedeutsamsten sind drei Regionen. Das ist der Kopf, weil die Halsgefäße häufig befallen sind und damit die Durchblutung im Kopf eingeschränkt ist. Das sind die Herzkranzgefäße, also praktisch alles, was das Herz mit Blut versorgt, und das sind die Beckenbeingefäße. Und diese Regionen möchte ich Ihnen heute näher bringen. Wir fangen an mit dem Kopf, mit den hirnversorgenden Gefäßen. Das ist das Bild von eben. Wir reden also hier über diese Region. Und wir reden über die Gefahr eines Schlaganfalls. Ein Schlaganfall ist häufig, ist eine Todesursache oder führt auch zu Bettlägerigkeit. Schlaganfall hat zwei typische Risiken. Das eine ist, Sie können eine Hirnblutung kriegen. Das hat jetzt mit der Halsschlagader nicht direkt was zu tun. Die häufigste Ursache ist aber eine Durchblutungsstörung des Hirns. Wir nennen das ischämisch. In Deutschland ereignen sich ca. 200.000 Schlaganfälle im Jahr durch eine solche Hirndurchblutungsstörung. Die Ursachen dafür können vielfältig sein. Die häufigste ist, dass Sie Herzrhythmusstörungen haben. Das heißt, Ihr Herz schlägt nicht mehr im Takt. Es bilden sich Gerinnsel, die können fortgeleitet werden und das macht Schlaganfälle. Das behandelt allerdings nicht der Gefäßchirurg, sondern typischerweise auch der Herzspezialist und der Neurologe. Dann ist es aber auch so, dass durch die Einengung der Halsschlagader Schlaganfälle entstehen können. Sie haben eben schon diese Gabel gesehen, das ist praktisch hier identisch. Hier entstehen Einengungen und deswegen ist das Gehirn, das hier mit Blut versorgt wird, direkt betroffen. Sie hatten es ja eben schon gehört, ungefähr 4,2% der Bevölkerung haben eine hochgradige Einengung der Halsschlagader. Und wenn man das mal hochrechnet, bedeutet das, dass in Deutschland 30.000 Schlaganfälle pro Jahr durch eine solche Einengung entstehen. Und das Schöne ist eigentlich, die wären verhinderbar. Wenn wir diese Einengung, wie auch immer, beseitigen, haben Sie praktisch kaum noch ein Schlaganfallrisiko. Und ich habe Ihnen das mal dargestellt, wie so die Hirndurchblutung aussieht. Das ist, der Körper hat da sehr gut vorgesorgt. Hier ist das Herz, hier haben Sie die Hauptschlagader und dann sehen Sie, gehen mehrere Gefäße nach oben. Hier ist der Kopf. Wir haben hier den sogenannten Truncus brachiocephalicus. Dann haben wir hier die Halsschlagader, die sogenannte Arteria carotis communis. Sie sehen das, wie das hier so hochzieht, die ist ziemlich lang. Dann haben Sie hier eine Aufteilung in die Arterie, die in den Kopf zieht. Das ist die Arteria carotis interna. Das ist das Zielgefäß in der Regel, was die Einengung hat und was am gefährlichsten ist. Dann haben wir hier die sogenannte Carotis externa, die das Gesicht versorgt und noch andere Arterien, die für den Arm und für den hinteren Hirnkreislauf zuständig sind. Und was Sie hier sehen, vielleicht haben Sie es schon entdeckt, ist eine höchstgradige Einengung hier in dieser Gabel, genau hier von der Arteria carotis interna. Patient hat auch Symptome gehabt und wurde dann zeitnah operiert. Um diese Gefäße geht es. Und was für Symptome können Sie haben, wenn Sie eine solche Einengung haben? Tatsächlich ist es tückisch, Sie können vielleicht keine Symptome haben. Das nennen wir asymptomatische Karotisstenose. Sie merken das in der Regel erst dann, wenn Sie ein Symptom kriegen oder wenn zufällig die Halsschlagader untersucht worden ist. Dann können Sie sogenannte transitorische ischämische Attacken bekommen. Das heißt, Sie kriegen eine Symptomatik, aber die ist zeitlich begrenzt und bildet sich wieder komplett zurück. Das ist im Grunde auch ein guter Zeitpunkt zu operieren, weil wir wissen, dass vielleicht ein erneuter Schlaganfall kommt und wir müssen dann nur schnell genug sein. Sie als Patient würden das merken in Form einer Halbseitenlähmung, die sich zurückbildet, eine Sprachstörung oder aber auch ein Auge ist eine Zeit lang, also ein einzelnes Auge eine Zeit lang blind. Und wie gesagt, das bildet sich komplett zurück und wenn es sich nicht zurückbildet, dann haben Sie einen Schlaganfall erlitten. Wie können wir denn so eine Karotisstenose feststellen? In der Regel machen wir einen Ultraschall. Die Halsgefäße sind wunderbar im Ultraschall zu erkennen. Sie können eine solche Einengung sicher ausschließen. Sie können sie sicher nachweisen. Und vor allen Dingen, das ist das Tolle im Ultraschall, Sie können auch gucken, wie hochgradig das ist. Je nachdem, wie schnell nämlich das Blut fließt, das fließt an Engstellen schneller, können wir abschätzen, ist das eine
Ist die Einengung hochgradig, ist sie mittelgradig oder eben nur gering? Eine geringe Einengung würde man beispielsweise nicht operieren, weil hier das Schlaganfallrisiko sehr, sehr gering ist. Wenn wir unsicher sind oder operieren wollen, machen wir eine Gefäßdarstellung. Das Bild hatten Sie eben schon gesehen. Hier dieses Bild wurde in der Magnetresonanztomographie gemacht. Kennen Sie, das ist diese laute Röhre, wo Sie 20, 30 Minuten drin sind und man kann die Gefäße exakt darstellen. Im Rahmen dieser Untersuchung schauen wir uns auch immer das Hirn an, ob Sie vielleicht mal einen Schlaganfall gehabt haben oder irgendwas anderes im Hirn ist, damit wir auf der sicheren Seite sind. Und wie behandeln wir das nun? Dieses Bild werden Sie gleich nochmal sehen. Gefäßchirurgen handeln immer dreispurig. Es gehört immer eine konservative Therapie dazu mit Lebensstiländerungen und Medikamenten, Gehtraining, was auch immer. Es gibt fast immer Möglichkeiten, etwas endovaskulär zu machen. Das bedeutet, mit Kathetern Stents zu setzen oder Ballondilatationen. Das nennen wir Intervention. Und man kann auch fast immer offen operieren. Also es gibt drei Säulen. Die können wir auch bei der Halsschlagader anwenden. Das bedeutet, wenn wir diese Diagnose gestellt haben, sollten Sie immer Ihre Risikofaktoren einstellen. Hören Sie auf mit dem Rauchen. Der Blutzucker muss eingestellt werden, der Blutdruck und Ähnliches, damit die Krankheit nicht fortschreitet. Das Schlimme an solchen Plaques ist nämlich, die bilden sich nicht zurück. Wenn Sie sowas einmal haben, können wir ihn zwar entfernen, aber von selber gehen die nicht zurück. Wenn Sie dann das Leben umstellen und Medikamente nehmen, bleibt der Status wenigstens so, wie er ist. Wenn wir eine Einengung über 50% haben, empfehlen wir dringend, dass man die Gerinnung praktisch, das Blut etwas weniger Gerinnung macht. Das nennen wir Plättchenhemmung. Und tatsächlich ist es das gute alte Aspirin in einer niedrigen Dosierung. Das ASS 100 Milligramm pro Tag sorgt dafür, dass sich an der Oberfläche von dieser Plaque keine Gerinnsel bilden und damit verhindern sie Schlaganfälle. Dann hat man auch festgestellt, dass die Fettsenkung sehr konsequent sein sollte. Das heißt, wenn Sie ein solches Krankheitsbild haben, wird Ihnen ein Gefäßmediziner oder Ihr Hausarzt auch immer einen Fettsenker vom Statintyp empfehlen. Und man sollte halt auch immer eine Ultraschallkontrolle machen, ob vielleicht diese Einengung nicht zunimmt und gefährlicher wird. Und dann können wir das Ganze beseitigen. Es gibt im Wesentlichen ja Operationen und Stent, habe ich Ihnen gesagt. Wer sollte denn behandelt werden? Wir behandeln immer Patienten, die Symptome haben mit einer Einengung über 50%. Wir behandeln oft Patienten, die keine Symptome haben mit einer Einengung über 60%. Und es gibt so andere Dinge. Manche Leute haben wahnsinnige Angst vor einem Schlaganfall. Das sind wir großzügiger. Andere haben mehr Angst vor einer Operation. Vielleicht hat in der Familie jemand einen Schlaganfall gehabt, dann sind wir großzügiger. Bei älteren Patienten sind wir eher zurückhaltender, weil wenn man asymptomatisch operiert, sollte man eine Lebenserwartung von 5 Jahren haben. Und wir entscheiden immer mit anderen Fachdisziplinen zusammen. Das ist nicht der Gefäßchirurg allein. Nein, wir haben ein sogenanntes Board. Das bedeutet, wenn Sie zu uns kommen und Sie haben diese Diagnose, besprechen wir das zusammen mit Neurologen, also Nervenfachärzten, Neuroradiologen. Das sind die, die die Stents machen und vielleicht auch Neurochirurgen und überlegen uns für Sie, was der beste Weg ist, ob man Sie operieren sollte, ob Sie einen Stent kriegen sollten oder ob man Sie vielleicht in Ruhe lassen sollte. Dieser Plug eben stand übrigens tatsächlich aus einer Halsschlagader. Ich habe Ihnen gesagt, man sollte es vielleicht machen, solange Sie asymptomatisch sind. Und es stellt sich natürlich die Frage, sollten Sie jetzt zum Arzt rennen und sofort einen Ultraschall der Karotis machen? Bitte, bitte nicht. Es werden unglaublich viele Kosten entstehen und am Ende lohnt es sich nicht. Und hierzu gibt es Empfehlungen. Ich habe Ihnen hier mal die sogenannten Leitlinien mitgebracht. Und was hier steht, ist ein allgemeines Screening. Das bedeutet, dass man danach sucht, wird für die Normalbevölkerung nicht empfohlen. Das heißt, wenn Sie sonst nichts haben, brauchen Sie auch Ihre Halsschlagadern nicht zu untersuchen. Das Risiko, dass Sie das haben, ist extrem gering. Anders sieht das aus, wenn Sie zum Beispiel eine arterielle Verschlusskrankheit haben. Dann steigt Ihr Risiko deutlich an. Oder Sie rauchen viel und haben einen Bluthochdruck. Damit steigt das Risiko auch an. Dann sollte man das zumindest einmal untersuchen. Das heißt, wir müssen halt überlegen, wann sind die Chancen groß, dass wir jemanden entdecken, der das hat. Die ganze Bevölkerung jetzt Ultraschall zu untersuchen, macht wenig Sinn. Kommen wir zu den Herzkranzgefäßen. Die sind extrem wichtig für Sie, weil Durchblutungsstörungen der Herzkranzgefäße machen Herzinfarkte. Und Herzinfarkte, das wissen Sie alle, sind oder können tödlich sein.
Das ist jetzt hier mal anatomisch. Sie haben hier die rechte Herzkranzarterie und dann haben Sie hier die linke. Das ist eigentlich sehr spannend, allerdings tatsächlich nicht das Fachgebiet eines Gefäßchirurgen. Und ich hoffe sehr, oder dass Professor Bergmann oder einer seiner Mitarbeiter in einer anderen Webinarübertragung was dazu erzählt. Als Grunddaten möchte ich Ihnen mitteilen, dass das auch häufig ist. In Deutschland ist es so, dass bei ca. 4% der Frauen und 6% der Männer eine Arteriosklerose, eine Verkalkung der Herzkranzarterien vorliegt. Und auch hier ist es so, dass die Symptome unterschiedlich sein können. Sie können keine Symptome haben. Sie können eine sogenannte Angina pectoris haben. Das bedeutet, Ihre Beschwerden treten auf bei Belastung. Und das ist bei einer koronaren Herzkrankheit Schmerzen hier in der Brustgegend, die gerne in den Arm, vielleicht auch in den Hals oder in den Bauch ausstrahlen. Bei einer sogenannten stabilen Angina pectoris bilden die sich wieder zurück. Dann hat man ein bisschen Zeit und das kann man eigentlich gut behandeln. Und dann gibt es das sogenannte akute Koronarsyndrom. Das bedeutet, Sie haben die Beschwerden schon bei geringster Belastung oder in Ruhe oder Sie haben sogar einen Herzinfarkt, was ein absoluter Notfall ist. Wie schon gesagt, das behandelt der Herzspezialist oder Kardiologe und nicht der Gefäßchirurg. Aber der Gefäßchirurg muss diese Krankheitsbilder kennen, weil viele unserer Patienten damit belastet sind. Nun komme ich zu den Beckenbeingefäßen, zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Das ist hier mal ganz übersichtlich dargestellt. Das macht verschiedene Symptome. Sie können diese sogenannte kritische Durchblutungsstörung haben. Ich hatte Ihnen anfangs ja gesagt, 100% Beinverlust oder Tod. Das macht sich bemerkbar durch abgestorbenes Gewebe oder Geschwüre an den Beinen, die nicht abheilen. Wenn das vorliegt, ist das Bein gefährdet. Dann können Sie die sogenannte Schaufensterkrankheit haben. Dann tut das beim Gehen weh. Dann bleiben Sie stehen und wird wieder besser. Und hier sehen Sie das nochmal dargestellt. Hier ist wieder so eine Gabel. Sie haben entweder einen verminderten Fluss dadurch, dass hier Einlagerungen sind oder aber sogar Verschlüsse. Die Schmerzen im Bein treten nach Belastung auf, das hatte ich gesagt. Und wo die Schmerzen auftreten, hängt davon ab, wo die Einengungen sind. Das heißt, wenn Sie mir erzählen, wo die Schmerzen sind, kann ich mir schon vorstellen, wo wahrscheinlich Ihre Gefäßeinengungen sind. Das bedeutet konkret, wenn Sie Einengung im Becken haben, das nennen wir arterielle Verschlusskrankheit vom Beckentyp, haben Sie Schmerzen im Oberschenkel. Wenn Sie die Verengung hier in der Oberschenkelstrombahn haben, dann haben Sie Schmerzen im Unterschenkel beim Laufen. Und wenn die Unterschenkelarterien betroffen sind, die Schmerzen im Fuß. Die sind also immer ein Stockwerk tiefer. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass wenn Sie stehen, reicht das Blut aus. Dann haben Sie aber den Muskel in Bewegung gesetzt. Der Muskel verbraucht Sauerstoff. Ihre Arterie ist aber verengt. Der Muskel kriegt nicht mehr genug Sauerstoff. Und dann kann man sich sehr gut vorstellen, der Grund ist, die Arterie drüber ist verstopft und am abhängigen Muskel kommt nicht mehr genug an. Dann bleiben Sie stehen und dann erholt sich der Muskel wieder. Wenn Sie aber Ruheschmerzen haben, dann kommt nicht mehr genug Blut an. Diese Ruheschmerzen treten vor allen Dingen im Liegen auf, wenn Sie die Beine hochnehmen. Zusätzlich zum Blutdruck muss man sich ja überlegen, haben Sie ja noch den Druck von der Wassersäule. Wenn Sie stehen, kommt genügend Blut in den Zehen an. Wenn Sie aber nachts die Beine hochlegen, ändern Sie auch den Druck in den Zehen. Und dann haben Sie nächtliche Schmerzen. Typischerweise schlafen sie schlecht, sie wachen nachts auf, lassen das Bein heraushängen und oft schlafen die Patienten im Sitzen. Auch das ist eine kritische Durchblutungsstörung. Und dieses abgestorbene Gewebe kann sich zum Beispiel auch zwischen den Zehen befinden. Bedeutet für mich, dass ich den Patienten komplett untersuche und beispielsweise auch zwischen den Zehen nach Geschwüren suche. Sie haben es eben schon auch anfangs gehört, diese Erkrankung ist häufig. Diese Zahl, die ich genannt habe, stammt aus Studien. Das ist so eine Studie, die vor ungefähr 15 Jahren veröffentlicht wurde. Und da hat man halt festgestellt, ungefähr 20% der über 65-Jährigen haben eine relevante periphere arterielle Verschlusskrankheit. Und wenn Sie mal gucken, auch weltweit ist das ein Krankheitsbild, unter dem vor 10 Jahren 200 Millionen Menschen schon gelitten haben. Und zwar einkommensabhängig und je mehr Wohlstand im Land, desto häufiger diese Erkrankung. Kann man sich auch vorstellen, es hängt von Fett ab, es hängt von Diabetes ab, es hängt vom Rauchen ab.
Insofern eine sehr, sehr, sehr relevante Erkrankung, die die gesamte Welt betrifft. Und jetzt etwas, was, als ich jünger war, mir noch nicht so bewusst war, aber die sehr wichtig ist. Auch ein Hauptgrund des Vortrages. Viele würden denken, wenn sie eine sogenannte asymptomatische Erkrankung haben, das heißt, sie haben nur ein Plak im Gefäß, dass das automatisch übergeht in so eine Schaufensterkrankheit, die automatisch übergeht in eine kritische Durchblutung. Und dann würde man denken, je früher ich diesen Plak operiere oder aufdehne, umso besser. Das ist aber nicht so. Wenn Sie hier mal gucken, nur die wenigsten, nur fast 10%, die einen solchen Plak haben, gehen in eine Schaufensterkrankheit über. Und auch nur ca. 25% von denen, die eine Schaufensterkrankheit haben, gehen in eine kritische Durchblutungsstörung über. Das ist sehr wichtig, wenn wir Ihnen einen Eingriff empfehlen. Weil in 75%, anders gedacht, werden Sie nie ein Fortschreiten der Krankheit bemerken. Das bedeutet, das Bein hat eigentlich eine ganz gute Prognose. Die Krankheit ist stabil. In den allermeisten Fällen, da tut sich gar nicht viel, wenn Sie Medikamente nehmen. Dass das progredient ist oder noch schlimmer wird, hatte ich Ihnen ja gezeigt, ist nur in den wenigsten Fällen der Fall, wenn man rechtzeitig Medikamente gibt. Und jetzt kommt das große Aber. Diese Patienten, die das haben, sind hochgradig gefährdet, früh zu versterben. Kommt gleich noch mit den 10 Jahren das. Das bedeutet, innerhalb von 5 Jahren sind 10-36% der Patienten mit dieser Erkrankung verstorben. Und der Hauptgrund sind tatsächlich Herzinfarkte und Schlaganfälle, Krebs auch. Aber das ist der Hauptgrund. Das bedeutet, wenn Sie eine periphere Arterieverschlusskrankheit haben, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch woanders eine Erkrankung. Das heißt für mich, ein Gefäßchirurg, Gefäßchirurgie ist mehr als nur die Behandlung der Arterie. Hier sehen Sie das mal, das sind sogenannte Registerdaten von fast 70.000 Patienten. Wenn Sie eine solche Erkrankung der Beckenbeinarterien haben, haben Sie in über 60% auch etwas in Ihren Herzkranzgefäßen oder in Ihren Halsschlagadern. Das bedeutet, allein mit der Diagnose einer Gefäßverkalkung in den Beinen haben Sie ein 4-fach erhöhtes Risiko eines tödlichen Schlaganfalls und ein 2- bis 3-fach erhöhtes Schlaganfallrisiko. Für uns heißt das in der Praxis, dass genau diese Patienten halt auf Herz- und Halsgefäße geprüft werden müssen. Umgekehrt ist das aber gar nicht so. Patienten mit einer koronaren Herzkrankheit haben nur in 25% der Fälle woanders Läsionen. Da macht es gar nicht so viel Sinn, nach einer solchen Arterienverschlusskrankheit zu suchen. Und das ist das, die Eingangsfolie. Das ist eine sogenannte Überlebenszeitkurve. Sie sehen hier unten die Zeit in Jahren und hier das Überleben. Hier oben ist 100% und Sie sehen hier die Normalbevölkerung, wo nach 10 Jahren noch ungefähr 90% leben. Und das sind die Patienten mit PAD, das ist die PAVK auf Englisch. Und Sie sehen, wenn Sie sogar asymptomatisch das haben, ist Ihre Lebenszeit deutlich verkürzt. Sie sehen hier, nach 10 Jahren ist die Hälfte der Patienten verstorben. Ich finde diese Daten immer sehr erschreckend. Und jetzt so einen Schritt weiter. Wie kommen wir denn zu der Verdachtsdiagnose? Wie wird die PAVK diagnostiziert? Und das ist ein Krankheitsbild. Ich mache ja auch Lehre, wo Sie nur mit Fragen und mit den Händen in 70-80% erstens die korrekte Diagnose stellen können. Sie können die Schwere des Krankheitsbildes einschätzen und Sie können mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar sagen, wo die Krankheit liegt. Habe ich Ihnen ja schon gesagt, die typischen Symptome, es ist immer ein Stockwerk tiefer. Dann auch die Risikofaktoren. Wenn zu mir jemand kommt, der hat Diabetes, eine Fettstoffwechselstörung und raucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies eine periphere Arterieverschlusskrankheit ist, die die Symptome macht, super hoch. Und dann untersuchen wir nur mit den Händen. Und das kann man sich ja vorstellen. Wie die Durchblutung verschlechtert ist, ist der Fuß kühler. Wir haben ja in der Regel 2 Füße, Sie nehmen beide Hände. Dann kann man wunderbar gucken. Und wenn ein Bein kühler ist, spricht das sehr für eine solche Verschlusskrankheit. Wir gucken, ob das Bein vielleicht blass ist. Und dann kann man die sogenannte Rekapillarisierungszeit untersuchen. Das können Sie sogar selber. Wenn Sie so an der Fingerbeere einmal drücken, dann wird das weiß. Dann lassen Sie los und dann wird es wieder rot. Und wenn Sie eine periphere arterielle Verschlusskrankheit haben, ist diese Zeit verlängert. Es gibt jetzt keinen absoluten Zeitwert in Sekunden, aber ich mache das immer so. Man nimmt einfach die beiden Großzehen, drückt da drauf. Und das Bein, was die Krankheit hat, da ist diese Zeit verlängert.
Wir gucken nach Infektionen, Entzündungen, Rötungen. Wir messen die Beinumfänge. Es gibt ja noch andere Erkrankungen wie Thrombosen. Wir gucken nach Narben. Wurde der Patient voroperiert? Und wir können den Pulsstatus erheben. Das kann man an ganz vielen verschiedenen Stellen. Sie kennen das bestimmt hier von der Armarterie. Wir tasten den Puls einmal am Bauch, in den Leisten, in den Kniekehlen und am Fuß. Und wenn wir beidseits einen ganz kräftigen Puls haben, ist die Wahrscheinlichkeit einer solchen Erkrankung sehr gering. Und so eine Untersuchung dauert klinisch wirklich nicht lang. Das heißt, wir können mit einfachen Maßnahmen mit relativ hoher Sicherheit nachweisen, ob Sie sowas haben oder nicht. Das macht viel von meinem klinischen Alltag aus. Wenn wir den Verdacht haben, machen wir weiterführende Untersuchungen. Ich möchte Ihnen eine davon darstellen. Das ist die sogenannte Blutdruckmessung am Fuß. Das ist so eine Sonde, die macht Geräusche, wenn sie über einem Gefäß liegen. Und dann können wir den Blutdruck am Fuß messen. Und dann hat man einen Wert. Der wird ja immer in Millimeter Quecksilbersäule angegeben. Und wichtig ist, Sie können ja einen hohen Blutdruck haben oder einen niedrigen. Dann messen wir nämlich noch Ihren Blutdruck am Arm, damit wir wissen, wie Ihr Systemdruck ist. Und dann bildet man den sogenannten Quotienten. Und tatsächlich ist das eine der wenigen Dinge, die fast beweisend sind in der Medizin. Wenn dieser Quotient aus Blutdruck am Fuß durch Blutdruck am Arm einen Wert hat von unter 0,9, ist das fast ein Beweis für eine arterielle Verschlusskrankheit. Das heißt, auch hier mit dieser kleinen Sonde können wir wunderbar die Diagnose erhärten oder auch ausschließen. Und dann gibt es halt noch einen Berg weiterer Untersuchungen, die in den Gefäßalltag eines Gefäßchirurgen gehören. Wir machen Ultraschalluntersuchungen bzw. die Radiologen. Die Gefäße kann man wunderbar in der Computertomographie und in der MR-Tomographie darstellen. Wir können aber auch die Arterien direkt punktieren und mit Kontrastmittel darstellen. Das nennt man Angiografie. Es gibt noch Funktionsuntersuchungen. Wir stellen sie aufs Laufband. Schauen wir, wie weit sie laufen. Es gibt eine Oszillographie. Da schaut man, wie sehr sich die Extremität abhängig vom Puls ausdehnt. Wir können tatsächlich auch den Sauerstoffdruck im Gewebe messen. Da gibt es also eine ganze Reihe, die dann später helfen. Führt für heute zu weit. Wird es demnächst sicherlich ein Webinar zu geben. Und ich möchte jetzt noch eine Steigerung dieser peripheren arteriellen Verschlusskrankheit Ihnen nennen. Das ist nämlich, wenn Sie das Ganze kombinieren mit einem Diabetes und hier dem sogenannten diabetischen Fußsyndrom. Wir haben hier sehr viele Diabetiker. Das diabetische Fußsyndrom ist ein schwieriges Krankheitsbild, hat verschiedene Ursachen. Das kann durch Nervenerkrankungen bedingt sein, aber auch durch Arterienerkrankungen. Und jetzt ist das, warum es so... Ich will es Ihnen einmal zeigen. Das sind Röntgenbilder von einem Patienten mit Diabetes. Was Sie hier sehen, sind die Gefäße. Was Sie hier längs ziehen sehen, sind tatsächlich Gefäße mit Kalk drin. Das sieht man im Röntgenbild. Und das hier finde ich noch eindrucksvoller. Das ist hier die innere Fußarterie, die einmal komplett mit Kalk durchsetzt ist. Das heißt, die Diagnose können Sie hier an einem Röntgenbild stellen. Das ist, sehen wir häufig, wenn Patienten Diabetes haben. Und hier sehen Sie das mal. Wenn Sie in Anführungsstrichen nur eine solche Verschlusskrankheit haben, ist das Risiko, dass Sie in 2 Jahren Ihr Bein verlieren, ungefähr 6%, dass Sie eine OP kriegen, in dieser Studie 70%, dass Sie nach 4 Jahren noch leben, auch so 70%. Wenn Sie zusätzlich einen Diabetes haben, verdoppelt sich die Amputationsrate und Ihr Überleben sinkt deutlich ab. Das heißt, die Kombination aus Diabetes mellitus und arterieller Verschlusskrankheit macht diese Krankheit noch mal gefährlicher und diese Patienten sollten unbedingt zu einem Spezialisten gehen. Auch hier die Frage, lohnt es sich, ein Screening zu machen? Ich habe Ihnen ja gesagt, das ist eine häufige Erkrankung und wie gefährlich sie ist. Tatsächlich ist es so, auch hier sollte nicht die gesamte Bevölkerung dahingehend durchsucht werden, ob sie nun eine solche periphere arterielle Verschlusskrankheit haben. Das Risiko ist ca. 1,4% und dann lohnt sich Aufwand, Risiko und Nutzen nicht mehr. Das bedeutet, Sie sollten es eigentlich nur dann zum Arzt gehen, wenn Sie diesbezüglich Symptome haben oder aber, wenn Sie einen Diabetes haben. Das sind so die Hauptgründe, warum man nach dieser Krankheit suchen sollte oder wenn Sie es vielleicht in der Familie haben. Auch hier wieder die Behandlungsmöglichkeiten, das Bild kennen Sie schon, exakt dasselbe. Wir haben die medikamentöse Therapie. Wir haben die Intervention über die Leiste zum Beispiel und wir haben offene Operationen. Ich hatte das in meinem letzten Webinar mal gezeigt. Was macht der Gefäßchirurg? Hier möchte ich darauf eingehen, wer behandelt wird. Auch hier ist es so, wenn die Diagnose einmal steht, behandeln Sie die Risikofaktoren. Das ist wie am Hals.
Wichtig ist, dass die das auch mitnehmen. Wenn sie keine Symptome haben, wird das nicht behandelt invasiv. Das heißt, kein Katheter, keine Operation. Es konnte keine Studie zeigen, dass sie damit ihr Bein länger halten. Anders sieht das aus, wenn sie Symptome haben. Wenn sie eine Schaufensterkrankheit haben, kriegen sie sogenannte Plättchenhemmung. Das ist das eben genannte ASS oder ein anderes, das sich Clopidogrel nennt. Alles Weitere sind vor allen Dingen Einschränkungen im Leben. Wichtig ist, ihr Bein ist nicht gefährdet. Sie erinnern sich, nur in 25% geht es weiter. Das heißt, wir werden dann tätig, wenn sie sich eingeschränkt fühlen. Wenn sie zum Beispiel sagen, ich kann nur 10 Meter gehen, ich kann nicht mehr einkaufen, mein Leben ist gar nichts wert, dann werden wir sie bei der Schaufensterkrankheit behandeln. Ganz anders, wenn sie diese kritische Beindurchblutungsstörung haben, dann müssen wir handeln. Sie werden, auch wenn das Risiko hoch ist, einen Eingriff kriegen, wie auch immer, weil sonst verlieren sie ihr Bein oder versterben. Wie wir nun vorgehen, ob wir operieren oder aufdehnen, hängt von verschiedenen Dingen ab. Es hängt vom Alter ab, es hängt von der Lokalisation ab. Beispielsweise in den Leisten wird eher operiert oder wenn sie ganz lange Verschlüsse haben, machen wir lieber einen Bypass. Dagegen wird sonst immer das mit minimalinvasiven Verfahren bevorzugt, also die über Katheter. Aber man kann die Verfahren auch mischen. Das nennen wir dann Hybridoperation. Und wie funktioniert das mit den Interventionen? Ich will das nur einmal kurz darstellen. Das Therapieprinzip ist, Sie gehen ins Gefäßsystem an einer Stelle, wo Sie gut reinkommen. Ich nenne das hier mal Gefäßzugang. Dann gehen Sie mit Kathetern und Drähten durch das Problem durch und dann beheben Sie das Problem. Klingt ein bisschen einfacher, als es ist, aber ich finde das sehr anschaulich. Wie kommen wir ins Gefäß rein? Das finde ich eigentlich immer sehr spannend. Wir gehen in der Regel in die Leiste. Wir machen hier eine lokale Betäubung. Dann wird so eine Hohlnadel eingesetzt. Wir wissen, dass wir im Gefäß sind, wenn Blut rauskommt. Wir gehen an einer Stelle rein, die nicht betroffen ist. Dann wird über diese Hohlnadel ein Draht eingelegt. Wir sind dann praktisch im Gefäß und darüber kommt eine sogenannte Schleuse. Und über diese Schleuse kriegen wir dann die Drähte vorgeschoben und Katheter und alles. Und hier ist das mal dargestellt, eine Oberschenkelarterie mit hier dieser hochgradigen Einengung. Sie sehen hier praktisch, wie der Draht versucht, durch diese Läsion durchzukommen. Hier ist der Draht durchgegangen. Was Sie hier sehen, ist der Ballon. Der hat Kontrastmittel, deswegen sehen Sie den. Und das ist das Ergebnis nach dieser Intervention. Ein Eingriff, der wird in lokaler Betäubung gemacht, dauert 30, 60 Minuten. Und danach können Sie wieder deutlich weiter laufen. Und das ist so, was man operativ machen kann, ganz grob. Wir können das Gerinnsel herausschälen oder den Plug, wie hier in dieser Karottis. Wir können Gefäßersatz machen, Bypass. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Hier ist das Beispiel von einem Bypass, der praktisch von der Oberschenkelleistenarterie bis hier unten zum Unterschenkel zieht. Und die Kombination heute, ich möchte ein bisschen Werbung machen. Wir haben einen neuen Hybridsaal bekommen, allerneueste Technologie, wo wir beides machen können. Wir können hier ganz tolle Katheterverfahren machen und offen operieren. Ich bin am Ende und fasse zusammen. Die Arteriosklerose ist häufig und betrifft manche Gefäße häufiger als andere. Die relevantesten Krankheitsbilder sind die koronare Herzkrankheit, die Einengung der Halsschlagader und die periphere Arterioverschlusskrankheit. Es gibt andere, darüber habe ich auch schon erzählt, Darmarterien oder wie auch immer. Risikofaktoren sind insbesondere das Rauchen, hohe Fette, Zuckerkrankheit und Bluthochdruck. Daran können Sie arbeiten, aufhören mit Rauchen, Medikamente nehmen. Der Verlauf ist in der Regel schleichend, macht keine Symptome, kann plötzlich Schlaganfälle oder sowas machen. Ein Screening, also eine Durchsicht der Normalbevölkerung auf diese Krankheitsbilder, macht keinen Sinn. Ich habe Ihnen gezeigt, dass Patienten mit einer solchen Erkrankung eine deutlich verkürzte Lebenserwartung haben, wenn man sie nicht auf andere Krankheiten untersucht, weil hier in über 60% auch Herzkranz und Hirngefäße beteiligt sind. Und die Therapiemaßnahmen sind umfassend. Das sind Medikamente, Katheterverfahren und Operationen. Damit bin ich durch. Wir haben eine Gefäßsprechstunde. Hier sehen Sie die Telefonnummer. Die finden Sie auch im Internet. Wenn Sie Symptome haben, sind Sie herzlich eingeladen. Oder wenn Sie Verdacht haben auf eine Karottenstenose oder eigentlich behandeln wir ganz viele Krankheitsbilder. Und ich mache mal eine Folie weiter, das dann sieht man das auch im Internet. Das sind die Videos, die ich bisher schon gemacht habe zu verschiedenen Erkrankungen. Vielleicht haben Sie Lust, die sich anzuschauen. Und jetzt stehe ich für Ihre Fragen zur Verfügung.
So. Da ist eine Frage. Hier wird gefragt, sollte man sich als starker Raucher mit hohen LDL-Werten präventiv checken lassen? Wird der Check von der Krankenkasse übernommen? Hängt ein bisschen vom Alter ab. Wenn Sie nun 30 Jahre sind, würde ich sagen, sollte man noch nicht machen. Aber wenn Sie meinetwegen, sagen wir mal, Mitte 50 sind, Sie haben ganz lange stark geraucht und Sie haben ein hohes LDL, würde ich das einmal checken lassen. Einfach, wenn Sie dann eine solche Verschlusskrankheit haben, haben Sie auch ein hohes Risiko für andere Erkrankungen. Und entsprechend sollte man das auch medikamentös machen. Der Check als reiner Check wird meines Wissens nicht von der Krankenkasse übernommen. Ich weiß beispielsweise, dass für Aortenaneurysmen ein Screening von den Kassen bezahlt wird. Letztlich ist es so, dass aber die Hausärzte durchaus auch zu Gefäßspezialisten überweisen können, die dann diese Untersuchung machen. Weitere Fragen zu diesen super spannenden Krankheitsbildern? Noch bin ich hier. Aber wenn nicht, können Sie sich halt auch einen Termin holen. Die Möglichkeit besteht immer. Okay. Ich glaube, wenn bis jetzt keine weiteren Fragen hier erscheinen, werden noch keine weiteren mehr kommen. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass Sie zugehört und zugesehen haben. Und vielleicht sehen wir uns ja mal in meiner Sprechstunde. Vielen Dank.